Ansichtssachen, geschüttet, gesprayt, kollagiert, so lautet der Titel der neuen Ausstellung in der Stadtbücherei Pfullingen. Die ausgestellten Werke zeigen dabei verschiedenste Techniken des bildnerischen Gestaltens. Wir waren bei der Vernissage am vergangenen Donnerstag dabei und haben mit der Künstlerin Elisabeth Wacker gesprochen. Elisabeth Wacker aus Pfullingen war lange Jahre Schulmusikerin am Friedrich-List-Gymnasium in Reutlingen und baute dort auch den Schulchor auf. Außerdem war sie auch 20 Jahre als Konzertaltistin tätig. Doch auch das bildnerische Gestalten interessierte die Künstlerin schon lange. Ich bin noch bei der Musik, aber ich habe aus irgendeinem Grund, den ich nicht sagen kann, so in meinen hohen 60ern, das Gefühl gehabt, ich sollte irgendetwas mit meinen Händen machen, außer Klavier spielen und etwas gestalten. Das wollte ich tun. Angefangen hat sie damals mit Fotografie-Collagen. Dann beschäftigte sie sich mit Lackfarben, Acryl bis hin zu Tusche- und Spray-Arbeiten. Eine Technik, die sie gerne anwendet, sind die sogenannten Schüttungen. Schüttungen bedeutet, dass man ein Blatt Papier hat. Für mich gibt es da nur ein Papier, das passend ist, und das ist das sogenannte Steinpapier. Das ist ein Papier ohne Zellstoff. Das ist völlig glatt, sodass der Farbauftrag trocknet auf diesem Untergrund und nicht einsinkt. Bei diesen Schüttungen entstehen ganz besondere Formen, die auch in der Ausstellung zu sehen sind. Wacker selbst ist von jeher kunstinteressiert und besitzt auch eine eigene private Kunstsammlung. Inspiriert von dem, was sie in ihrem Leben erlebt und gesehen hat, fing sie an, ihre Ideen einfach selbst umzusetzen. Ich bin von Anfang an Autodidaktin. Also ich habe nie eine Malschule irgendwelcher Art besucht, keine Volkshochschule, natürlich auch keine Akademie, weil ich ja ein langes Musikstudium hinter mir habe und da mich ständig fortbilde natürlich auch immer noch, sondern ich habe einfach gefunden. Ich habe noch nicht einmal gesucht, sondern ich habe meine Dinge gefunden. Verbiegen lassen wollte sich Wacker in ihrer Arbeitsweise nicht. Trotzdem ist sie dankbar über Tipps und Ratschläge, die sie sich auch gerne von befreundeten Künstlerinnen und Künstlern holt. Ich finde es gut, wenn so jemand wie ich, der ja wirklich so von nichts ausgeht, nur von dem, was er halt gesehen hat in seinem langen Leben, und das war viel, dass der jemand hat, der sagt, oh, halt mal, Vorsicht, da gehst du jetzt gerade in eine falsche Richtung oder das passt nicht oder das liegt nicht mehr gut auf dem Blatt oder auf der Leinwand. Solche Dinge muss man gesagt kriegen. Wer die Kunstwerke von Elisabeth Wacker gerne besichtigen möchte, der hat noch bis zum 1. Februar 2020 Zeit, die Ausstellung Ansichtssachen, geschüttet, gesprayt, kollagiert, in der Stadtbücherei Pfullingen zu besuchen.